Guten Abend und herzlich willkommen im Literaturhaus. Seit einigen Jahren schon präsentieren wir Ihnen hier beachtenswerte Debüts, mehrheitlich aus der Schweiz, unser sogenanntes Debüt-Doppel. Und dieses Jahr findet es schon zum zweiten Mal statt, zum zweiten Mal digital und zum zweiten Mal als Debüt-Trio. Mein Name ist Gesa Schneider, ich bin die Leiterin des Literaturhauses und mit Isabel von Landen gestalten wir gemeinsam das Programm des Literaturhauses und Isabel von Landen ist gleichzeitig zuständig, verantwortlich für diese Reihe des Debüt-Doppels bzw. Debüt-Trios. Unsere Gäste heute sind Esther Becker, Katharina Holländer und Ruth Losli. Wir werden uns nacheinander mit den Autorinnen unterhalten. Esther Becker und Katharina Holländer sind zugeschaltet. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Schön seid ihr da aus Berlin und aus Zürich-Umland. Winterthur. Danke. Und Ruth Losli ist bei uns im Saal. Herzlich willkommen, Ruth Losli. Vielen Dank. Wie die Gorillas ist im Verbrecherverlag dieses Jahr erschienen und dort erzählt Esther Becker vom Erwachsenenwerden junger Frauen. Wie wollen sie aussehen? Wie sollen sie sich benehmen? Wo verlaufen die Grenzen zwischen ausgelebter Individualität und der Anstrengung, dazuzugehören? Um existenzielle Themen, Geburt, Liebe, Tragik, Tod geht es in Katharina Holländers Wurzelwerk, dieses Jahr im Telegramme Verlag erschienen, eine Verdichtung von vielschichtigen und polyphonen Kurztexten in Lyrik und Prosa. Und in Ruth Loslis Erzählwerk Mojas Stimmen, dieses Jahr im Karakol Verlag erschienen, erzählt sie im Wechsel der Perspektiven von der komplexen Beziehung zwischen Mutter und Tochter, oszillierend zwischen Rettungsversuchen, Abgrenzung und Nähe. Wie ich es vorhin angekündigt habe, wir werden uns auch den jetzigen Rahmenbedingungen anpassen und uns nacheinander mit den Autorinnen unterhalten. Sie werden im Gespräch und Lesung ihre jeweiligen Romane vorstellen. Und ich beginne mit dem Gespräch mit Esther Becker. Esther Becker lebt als Dramatikerin, Schriftstellerin und Performerin in Berlin. Sie studierte an der Hochschule der Künste Bern und am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Ihre Theaterstücke wurden mehrfach ausgezeichnet und in Deutschland und in der Schweiz aufgeführt. Sie ist Mitglied der Theaterformation Big Notwendigkeit und wir kennen sie hier im Literaturhaus. Sie war nämlich die deutsche Stimme von unter anderem Tedru Cole, von Rachel Cusk und von Rachel Kushner. Drei Lesungen, an die ich wirklich ganz besondere Erinnerungen verbinde. Wie die Gorillas ist ein eindrückliches, ein berührendes Debüt. Die Ich-Erzählerin ist immer in einer Art Zwischenraum, aus dem heraus sie die Welt und sich selbst sehr genau beobachtet. Zwischen ihren Freundinnen Olga und Svenja, zwischen den Eltern, zwischen Job und Studium, zwischen Selbstaufgabe und der Verweigerung zur Selbstverwirklichung. Zwischen Jugend und Erwachsenenleben. Ich freue mich sehr, dass die Autorin heute aus Berlin zugeschaltet ist. Und da wir uns auch kennen, da wir uns hier im Rahmen des Literaturhauses öfter gesehen haben. Wie geht es dir mit diesem Roman, Esther? Deshalb duzen wir uns. Du hattest ja trotz dieser speziellen Rahmenbedingungen wirklich viele Besprechungen. Ja, das war sehr schön. Ich habe gar nicht damit gerechnet, aber ich habe viele verschiedene Besprechungen schon lesen oder hören können. Und bisher fand ich das wirklich gut, dass es schon verschiedene Interpretationsansätze einerseits gibt und andererseits habe ich das Gefühl, dass das Atmosphärische und teilweise auch das Politische, was da drin steckt, das wurde schon sozusagen richtig verstanden immer. Genau. Was ist denn das Politische für dich an dem Roman? Das Politische ist ja eigentlich, dass es, wie du ja auch schon in der Beschreibung erwähnt hast, viel auch um die Regulierung weiblicher Körper und überhaupt so die Regulierung des Erwachsenwerdens bei Mädchen zu Frauen eigentlich thematisiert. Und dass es, so habe ich es halt bisher schon auch so ein bisschen rückgemeldet bekommen, ein bisschen auch um Solidarität geht und darum eigentlich so vermeintliche Einzelschicksale eigentlich so davon wegzugehen. Und also dieser Roman erzählt natürlich die Geschichte
einer Person, beziehungsweise eben einer Person und ihren, von ihren besten Freundinnen. Aber es geht darum, etwas Strukturelles eigentlich zu zeigen und aufzudecken, wo sich halt sehr, sehr viele mit identifizieren können. Und eigentlich durch diese Sichtbarmachung des Systems kommt man eigentlich ja dann weg, sozusagen, ah, das ist dein Problem, du bist halt irgendwie nicht gut genug, sondern dass man merkt, nee, das ist ein, ja, eine ganze Struktur und das, ja, das ist politisch. Ja, und könntest du uns, ich bin ganz, ganz einverstanden, ich bin ganz einverstanden, dass man über die kleinen Machtgefüge oder die kleinen Verletzungen auch, die einem, die man sich nicht nur selbst zufügt, sondern die einem auch zugefügt werden, dass diese gerade Zeichen sind von größeren Verletzungen immer wieder. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr über die Hauptfigur sagen und auch über diese beiden Freundinnen, die ja einen Namen haben, Olga und Svenja. Genau. Ja, also wir schauen eigentlich in dem Text den dreien beim Erwachsenwerden zu und obwohl die drei sehr verschieden sind, ja, stehen sie zu dritt eigentlich alle möglichen Dinge durch. Also zum Beispiel ist Olga, also ihre Eltern sind sehr, sehr religiös und die wird regelmäßig, also kriegt Hausarrest für alles und darf eigentlich, wird auf Knutschflecke untersucht und also die Eltern wollen auch nicht, dass sie Medizin studiert, was sie, Spoiler, doch tun wird. Also da gibt es so ganz klar dieses, ja, dieses Wertesystem von diesen Eltern und Olga reizt das aber aus, wo sie nur kann. Also eigentlich führt die so ein Parallelleben, also außerhalb von ihrem Elternhaus und dann im Elternhaus. Und da sind die Freundinnen schon auch Komplizinnen. Die andere Freundin Svenja, die Schauspielerin werden will und auch wird, hat wiederum eigentlich so Hippie-Eltern, aber merkt natürlich durch diese, ja, durch diese ganzen Vorsprechen, die sie dann macht und so. Also da geht es auch schon darum, dass sie eigentlich auch merkt, aha, was gibt es eigentlich für Rollen für Frauen? Warum sind das so wenige? Warum sind die, also warum muss man die so suchen? Und wer wird warum aufgenommen und warum nicht? Und welche Körperideale gelten da am Theater? Also das ist auch so eine, so ein Handlungsstrang. Ja, und die Hauptfigur, die ist, was jetzt so die Berufswahl angeht, erstmal sehr unentschlossen. Sie wird später Filmwissenschaften studieren und sich da mit den Body-Genres, Horror, Melodram und Porno befassen, was auch wieder sozusagen dieses Motiv von Körper und Körperlichkeiten aufnimmt. Und wir beginnen aber eigentlich bei dem, ja, so bei der Pubertät dieser Dreien. Und da kommen natürlich ganz viele, ja, ganz viele Probleme eigentlich zutage. Also eben, dass man denkt, ich bin komisch, was macht mein Körper? Und eben, er wird immer von anderen reguliert. Es geht um Verhütung, es geht um die Pille danach, also alles Mögliche. Eigentlich all diese Kleinigkeiten eben, die es einem, wenn man eben als Frau aufwächst, immer noch mal so ein bisschen schwerer machen und immer noch mal so ein bisschen zeigen, nee, so wie du bist, bist du auf keinen Fall genug. Du musst ganz doll an dir arbeiten, so in jeglicher Hinsicht, um überhaupt noch so im Mittelfeld mitzuschwimmen. Das hat aber nie was, also aus meiner Lesart zumindest, weder was Belehrendes noch was Larmoyantes. Es ist wirklich diese Ich-Erzählstimme, ist auch so eine Art Medium, durch die diese ganzen Informationen hindurchfließen und die sie so wiedergibt. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das ein guter Moment, um vielleicht die erste Textstelle zu hören, in der sie ja noch in der Pubertät ist. Genau, oder zumindest genau junge, junge Erwachsene. Ja. Und ich glaube, ich muss gar nicht so viel erklären zu dieser Textstelle. Ich glaube, ich muss gar nichts erklären. Ich lese einfach mal. Okay. Ich verstecke den Rasierer auf dem Weg in den Duschraum. Ich trage das Handtuch immer so weit über dem Handgelenk, dass er darunter verschwindet. In der Kabine drehe ich mich dann in die Ecke und hoffe, dass niemand guckt. Die Vorhänge schließen nicht richtig. Ich kenne die Regeln, aber ich verstehe sie nicht. Ich muss täglich rasieren und gehe fast täglich schwimmen. Ich kann nicht ein zweites Mal zu Hause duschen. Das hält meine trockene Haut nicht aus. Ich hatte mich für einen Kurs im Kraulschwimmen angemeldet. Nach den ersten paar Tagen war ich schwer erkältet. Ich habe trotz Erkältung weitergemacht.
Und trotz Angst, mein Rotz würde für alle sichtbar in gelben Klumpen auf dem Chlorwasser treiben. Alle paar Bahnen musste ich die Leiter hochklettern, um mir die Nase zu putzen. Der Kurs ist vorbei. Ich fahre immer noch ins Schwimmbad. Ich feile an meiner Technik, die schlecht ist. Der Bus hält direkt vorm Eingang, doch ich fahre Fahrrad. Dann bin ich schon warm. Ich nehme immer denselben Spind. Die passende Münze dafür habe ich schon in der Jackentasche. Wenn er nicht frei ist, lese ich das als schlechtes Zeichen. Dann schwimme ich 2 Bahnen extra, um das Unglück abzuwenden. Ich schwimme 4 Bahnen extra, wenn es so stark geregnet hat, dass ich doch den Bus nehmen musste. Ich kenne die Kassenleute. Ich weiß, wer wann Dienst hat. Die Netten grüßen freundlich und erzählen von ihren Kindern in meinem Alter. Sie verschätzen sich immer. Die Knurrigen knurren kurz oder erwidern nichts. Alle hören Schlagerradio. Ich würde es wahnsinnig machen, den ganzen Tag zu sitzen. Im Schwimmbad rasiere ich die Achselhöhlen und die Beine. Die Schamhaare entferne ich zu Hause mit rosa Wachs, den man in der Mikrowelle warm machen und dessen Temperatur man testen muss, als wolle man ein Baby damit füttern. Als ich klein war, habe ich mir auf langen Autofahren die Haare auf den Armen mit einer Bastelschere abgeschnitten. Später habe ich meine Arme rasiert, vom Handgelenk bis zu den Oberarmen. Ich musste sie mehrmals täglich trocken nachrasieren mit einem Einwegrasierer, der immer ganz zu unterst in meinem Schulrucksack lag. Einmal habe ich mir im Mathematikunterricht daran den Zeigefinger geschnitten, als ich nach meinem Geodreieck suchte, um eine Punktspiegelung zu zeichnen. Olga hat sich an ihrem Geburtstag damit die Augenbrauen abrasiert, um sich schönere mit einer Schablone zu schminken. Sie hatte Freistunde und ist uns besuchen gekommen. Ihre Schule ist nicht weit entfernt. Sie hat in der Raucherecke auf uns gewartet mit einer Dose Cola in der Hand und einem entschlossenen Ausdruck im Gesicht. Svenja und ich sind ihr auf die Damentoilette gefolgt und standen staunend daneben, als sie nach meinem Rasierer gefragt und vor dem Spiegel des Schulklos kurzen Prozess gemacht hat. Ihr Versuch, uns zum Schwänzen der Deutschstunde zu überreden, zur Feier des Tages, ist an Svenja gescheitert, die Deutsch liebt und immer alle Bücher gelesen hat, freiwillig. Olga mag lieber Naturwissenschaften. Sie kann das Periodensystem auswendig. Sie schreibt nur Einsen, obwohl sie oft fehlt. Ich mogle mich überall durch. In Englisch bin ich gut und in Kunst. Olga ist also zurück in den Unterricht an ihrer Schule. Ihre neuen Augenbrauen für Aufregung sorgten, dass eine religiöse Schule ist. Zu Hause gab es dann noch mehr Aufregung und sie hat trotz Geburtstag 2 Wochen Hausarrest bekommen. Ihre Eltern haben sie krank gemeldet. Als sie wieder zurück in die Schule durfte, war fast alles wieder nachgewachsen. Meine Arme rasiere ich nicht mehr. Ich habe es mit Aufhellen versucht, aber das Färbemittel hat nicht viel getan, außer rote Flecken auf der Haut zu hinterlassen. Svenja hat's gut. Sie ist blond, überall. Dafür bekommt sie leicht Sonnenbrand. Einmal sogar im Solarium. Ich werde nie braun, egal was ich anstelle. Das Handtuch hänge ich über die Stange und drehe das Wasser auf. Ich seife mich ein und rutsche ab. Die Klinge gräbt sich in die Haut meiner Fessel. Ich sehe das Blut kreiselnd in den Abfluss schlingern. Es ist ein langer, tiefer Schnitt über der Achillessehne. Es brennt höllisch und hört nicht auf zu bluten. Ich schaue dem Blutstrom zu und weiß nicht, was tun. Draußen raschelt jemand mit einer Plastiktüte. Der Reißverschluss einer Kosmetiktasche zischt, dann Stille. Sie steht vor meiner Kabine und rührt sich nicht. Wartet sie auf mich? Es sind genug andere Duschen frei. Kann ich helfen? Ich antworte nicht. Sie bluten. Ich weiß, sage ich. Kleinen Moment. Haben Sie sich verletzt? Kleinen Moment. Ich muss das Bein noch fertig rasieren. Und dann das andere. Und die Achselhöhlen. Und die Haare waschen. Was ist denn passiert? Ich habe mich geschnitten, murmle ich. Geschnitten? Woran denn? Ach so, die Frau kennt die Regeln auch. Zeigen Sie mal. Ich öffne den Vorhang ein wenig und strecke ihr mein blutiges Bein entgegen. Ich sollte ein Pflaster in der Handtasche haben. Die Frau verlässt den Duschraum und ich versuche, um den Schnitt herum zu rasieren, was schwer ist, da meine Hand zittert. Das Blut läuft und läuft. Die Frau ist zurück.
Ich gebe auf und komme heraus. Ich trockne das Bein so gut es geht ab, sie hält mir ein Pflaster entgegen. Ich klebe es auf und wickle mir das rot gefleckte Handtuch um den Körper. Das Pflaster ist sofort vollgesogen. Ich hole jemanden vom Personal. Die Frau klingt besorgt. Das Personal ist knurrig und schimpft, dass kosmetische Behandlungen wie Haarentfernungen in den Duschräumen untersagt seien. Das verstopfe die Abflüsse. Ich entschuldige mich und bekomme zur Belohnung eine Mullbinde in die Hand gedrückt. Ich wickle sie so fest wie möglich um meinen Knöchel und ziehe mich an. Es zwickt beim Fahrradfahren. Ich werde nicht mehr ins Schwimmbad gehen, obwohl ich noch dreimal frei habe auf der Zehnerkarte. Vielen Dank, Esther Becker, für diesen Ausschnitt. Wir haben ja da zwei ganz unterschiedliche, wie soll ich sagen, Verhältnisse zum eigenen Körper. Also auf der einen Seite ein lustvoller eigentlich, ein verspielter, der von Olga, und auf der anderen Seite ein wirklich sehr, sehr stressiges Verhältnis bei der Erzählerin. Wie beschreibst du oder was machst du aus diesem Verhältnis zum Körper, zum Ich in diesem Roman? Ja, ich glaube, ich begebe mich auf so eine Suche. Ich wollte gerne eben eine Protagonistin zeichnen, die schon einerseits sehr streng mit sich ins Gericht geht, weil es quasi in ihrem Kopf halt so sein muss. Also die sehr anfällig ist sie liest eigentlich auch vieles als Handlungsanweisung und sie ist nicht so sicher. Und ich glaube, das Interessante ist, dass eben zum Beispiel Olga, die ja gerade diese strengen Eltern hat, dann aber ganz klar weiß, da gehe ich dagegen, ich reiz alles aus bis zum geht nicht mehr. Und dass sozusagen die Protagonistin, die eigentlich so ganz liberale Eltern hat, aber trotzdem viel mehr eigentlich sich so verhält, nicht auffallen, irgendwie mitmachen. Die genau. Auch eine gewisse Art von Verwahrlosung hat, also weil ihre Eltern sind ja nun so mit sich beschäftigt, dass sie sie gar nicht mehr wahrnehmen. Genau, das stimmt. Also gerade im Verlauf der Erzählung wird eigentlich klar, dass die Eltern sehr viel mit sich zu tun haben, genau wie du gesagt hast. Und genau, das ist eigentlich dann wie so ein, wie sagt man, da beißt sich dann die Katze selbst in den Schwanz, weil die Eltern, also eben die, quasi die Tochter erzählt nichts und die Eltern denken, oh ja, dann scheint es dir ganz gut zu gehen und fragen nicht weiter. Und die Tochter denkt, die fragen mich nie was. Also genau, das ist eigentlich auch so ein Thema, das sich so durchzieht. Genau, und die Protagonistin braucht ziemlich lange, um irgendwie so, so zu sich zu finden oder auch so zu ihrer Stimme zu finden. Ja, zu ihrer Stimme zu finden. Und wie findet man denn auch so eine Stimme als Autorin? Wie findet man eine Erzählstimme? Das hat ziemlich lange gedauert. Mhm. Also bei Dramatik habe ich ja schon viel geschrieben. Also das ist natürlich auch jedes Mal, wenn ich ein neues Stück anfange, denke ich, oh Gott, keine Ahnung, wie ging das nochmal? Das wird nie was. Und beim Prosaschreiben war es aber auch wirklich so, dass ich viel rumprobieren musste, ich habe eigentlich so zu Beginn mehr so Texte geschrieben, die so klassischer erzählen und so ein bisschen ausführlicher. Und da habe ich aber gemerkt, dass das bin ich gar nicht. Mhm. Das ist gar nicht, also da habe ich dann irgendwie auch die Lust verloren und dachte auch, das ist, glaube ich, gar nicht, was ich besonders gut kann. Und dann bin ich eigentlich über dieses Thema, also dass ich schon wusste, ich will gerne so eine Art Körpermosaik schreiben. Das war so mein, das war eigentlich so, wie alles angefangen hat. Und da habe ich dann gemerkt, nee, ich muss ja gar nicht ausschweifend erzählen. Ich kann auch so knapp wie möglich erzählen. Und habe dann eigentlich so mich da so ein bisschen herangepirscht. Und es gibt auch ein paar Stellen, die so ein bisschen monologartiger, ein bisschen lyrischer sind. Da konnte ich dann, glaube ich, so meine Theaterseite. Ja, das werden wir auch noch eine Passage dann hören. Die genau. So ist, ich habe mich halt eben, du hast vorhin Körpermosaik gesagt und vielleicht verbinde ich das jetzt im Kopf auch mit dem, also es hat was sehr, sind so Miniaturen, die einzelnen Kapitel funktionieren auch wie als kleine Teile dieses Mosaiks oder als kleine Szenen.
Hast du das hast du das linear geschrieben oder hast du diese einzelnen Szenen als erstmal so ausgefeilt und dann hinterher dir überlegt, wie passt das zusammen im Text? Ich habe also so, ich glaube, ungefähr die erste Hälfte des Buches ist wirklich relativ linear entstanden. Und dann habe ich eigentlich, genau, ich bin nämlich eigentlich so von meiner Rigorosität dann selber so ein bisschen abgewichen, weil genau wie du sagst, ich wollte am Anfang, dachte ich, okay, das kann alles als Kurzgeschichte funktionieren und wirkt zusammen, aber dass wirklich so alles einzeln stehen kann. Und dann habe ich irgendwann aber gemerkt, nee, oder das ist jetzt nicht so wichtig, sondern es wird eigentlich im Laufe ja auch diese Freundschaft zwischen diesen drei Figuren auch wichtig. Und es gibt so eine, ja, ich glaube, es gibt schon so eine Bewegung hin, dass es dann doch ein bisschen, ja, dass die Episoden quasi nicht mehr so ganz für sich alleine stehen Ja. können. Ja, es kommt noch mal ein anderer epischer, so einen Atem rein und am Schluss gibt es ja auch Genau. so einen, klar, für mich sehr beruhigenden Hoffnungsschimmer. Genau. Und ich habe eigentlich, genau, also an dem quasi so am Ende oder so also quasi eher so am zweiten Teil, also es sind eigentlich fünf Teile, aber ich Ja. sage es mal so, in der zweiten Hälfte, habe ich dann tatsächlich eher bewusst nochmal geguckt und gestrichen oder dann irgendwann auch wirklich gemerkt, ah, okay, zwischen die Geschichte und die Geschichte muss jetzt noch etwas dazwischen und Ja. das muss sozusagen ein bisschen dies und das Ja. erfüllen, aber das war wirklich relativ wenig. Also zumindest so der erste Teil, ich glaube, das merkt man auch beim Lesen, der erste Teil, der flutscht so durch, Ja, es sozusagen. stimmt. Also, Wann ne, hast auch du denn so angefangen Tempo. zu schreiben mit dem? Das ist schon ziemlich lang her, weil ich immer ganz, also ich habe immer eigentlich Theater geschrieben und dann so, wenn ich mal kurz Pause hatte, darin weitergearbeitet. Ich glaube, dass ich im Sommer 2000, nee, ich glaube, im Beginn 2017. Ah gut, so Also, lange ist das auch nicht. ja, Ja, ach so, mir ja, kommt es, glaube ich, so. ja. Nee, nur, aber wahrscheinlich eben, weil ich das ja quasi dann immer wieder weggelegt habe. Aber eigentlich ist das natürlich auch gut, finde ich. Also man blickt ja dann einfach wieder nochmal anders drauf und hat auch ein Ja. bisschen Abstand, vielleicht schon besser dann so einen Plan, in welche Richtung das geht. Ja. Ja. Esther Becker, vielen Dank. Ich glaube, es ist jetzt schon Zeit, um die zweite Textpassage zu hören. Ja. Und zwar ist das eine Art andere Stimme, die da spricht. Also im Buch ist es auch anders Genau. gesetzt. Vielleicht muss man das kurz Genau. sagen, kurz erklären. Ja, das kann ich. Also das ist so eine Passage, die sich, also ihre Funktion wird sich erklären im Verlauf des Romanes. Die will ich jetzt eigentlich noch nicht so spoilern, aber also es wurde von JournalistInnen schon als die Stimme des Vaters interpretiert. Manche haben gesagt, das ist die Mutter. Und es ist eigentlich auch die Stimme der Gesellschaft, beziehungsweise eine Journalistin hat es auch als Refrain betitelt. Und das fand ich eigentlich am schönsten. Ich glaube, ich würde damit gehen und sagen, das ist ein Refrain, der auch so immer wieder kommt. Oder Genau, auch und ein den. Chor irgendwie. Ja, stimmt. Das ist auch, ja. Also genau, das kann jetzt Und das jeder ist ziemlich am selber. Anfang vom Roman. Genau, Ja. das ist ziemlich am Anfang und kommt dann auch noch mal wieder und dann wird es aber eigentlich erst am Ende so ein bisschen ja, aufgelöst, was es damit auf sich hat. Genau. Was machst du, wenn deine Kinder Frauen werden? Wenn deine Kinder Töchter sind und Frauen werden, was machst du dann? Wenn deine Töchter keine Kinder bleiben wollen, wie du insgeheim hofftest, sondern in die Höhe schießen und in die Breite. Wenn sie aufgehen, sich in alle Richtungen ausdehnen, sich auflehnen gegen den einst so genügsam schmalen Kinderkörper, diesen feinen, kleinen Kinderkörper, der noch nicht unter den Armen stank und auch nicht zwischen den Beinen. Einen Körper, den du baden konntest, pudern und salben, dem du bunt gemusterte Kleidchen und Hemdchen aussuchen durftest. Auch die Höschen für den Windelpopo sollen hier nicht verschwiegen werden. Und diese Kleidchen oder Hemdchen über den kleinen Kopf ziehen konntest, über den einen kleinen Arm, dann den anderen kleinen Arm, Ärmchen, die dünn waren und unbehaart,
Du weißt nicht, woher sie diesen starken Haarwuchs haben, von dir mit Sicherheit nicht. Einen Körper, der pflegeleicht war und auch schön aussah. Was machst du, wenn sie auf einmal aufgehen wie Kuchenteige, üppig aus ihren Schüsseln quellen, über das übliche Maß hinaus ihre Formen sprengen, die Hüftjeans mit Schlag sind oder geknöpfte Basketballhosen oder ausgefranste Miniröcke? Dazu viel zu klein gekaufte Leibchen, die kurz und knapp unter den Achseln spannen, damit jedermann sehen kann, wie ihre aufgeblasenen Hüfte und Bäuche über den Bund schauen. Behaartes, blasses, schwaches Fleisch, das niemand will. Es ist nicht so, als hättest du ihnen nicht gesagt, wie unvorteilhaft das aussieht. Die Töchter, die nicht mehr über den Rand ihres Tellers hinausschauen, sondern ihn leer fressen, als hätten sie Schwerstarbeit verrichtet und nicht bloß krumm in den Stühlen und Seilen gehangen und Haarsträhnen gezählt. Ihre fettigen Haarsträhnen, die ihnen in die fettigen Gesichter fallen. Es ist nicht so, als hättest du ihnen nicht angeboten, sich in der Apotheke beraten zu lassen. Diese immer feuchten Augen, die dich nicht mehr bewundernd an, sondern durch alles abwesend hindurchschauen. Die ungelenken Hände, die ständig durch die dummen Gesichter wischen, dicht beringt mit billigem Modeschmuck. Sie mögen Silberfarbenes im Sechserpack so leicht zu verbiegen wie einst ihre zarten Körper. Jetzt plumpsen ihre plumpen Körper auf Stühle und Bänke, auf Betten und Kinosessel und sind zu nichts zu bewegen, was Bewegung erfordert. Sie kauen Kaugummi und waschen eifrig ihre billig beringten Nikotinfinger. Sie denken, du merkst nicht, dass sie rauchen. Ihre Haare waschen sie nicht. Fettige Strähnen werden um Finger gezwirbelt, Ringe werden verschoben. Es wird laut mit ungelenken Gelenken geknackt. An Sport ist nicht zu denken. Seit sie menstruieren, stinken sie noch mehr und lassen sich aufgrund von Frauenleiden Entschuldigungen schreiben. Lassen sich von körperlicher Ertüchtigung befreien, um tump am Rand zu sitzen und zum Rauchen zu verschwinden, in den Büschen hinter den Turnhallen, den Büschen hinter den Sportplätzen. Sie wünschten zum Küssen. Wie sagst du diesen fetten, faulen Töchtern, dass niemand sie küssen wird, wenn sie nicht an sich arbeiten, zumindest kein Junge oder junger Mann? Frauen ist nicht zu trauen. Lesbische Liebe hältst du für ein Gerücht. Du bist zugegebenermaßen unentschlossen, was du vom Küssen halten sollst. Du wolltest kein Mauerblümchen pflanzen, keine alte Jungfer heranzüchten und trotzdem wird dir mulmig, wenn du dir ausmalst, wie jemand deiner Tochter die Zunge in den Mund schiebt, ihren Brüsten beikommt, ihr den Finger in die Muschi schiebt. Muschi sagst du nicht. Du sagst Scheide oder Vagina, wenn es sein muss. Unsicher, ob die Betonung auf der ersten oder der zweiten Silbe liegt. Du hattest kein Latein. Du willst keine billige Schlampe unter deinem Dach, aber auch keine prüde Spaßverderberin. Du willst, dass bald einmal ein junger Verehrer seine Füße unter deinen Tisch streckt, der angesehen ist und ansehnlich und sehen will, was deine Tochter zu bieten hat. Was machst du, wenn deine Tochter des männlichen Blickes unwürdig fröhlich weiterwächst, vor sich hin und über sich hinaus, immer mehr Platz einnimmt am Tisch und auch sonst und so jede Möglichkeit eines guten Ansehens durch einen verehrenden Jungen verdrängt? Wo soll er denn sitzen? Dankeschön. Vielen Dank, Esther Becker, für diese zweite Lesung und vielen Dank, dass du jetzt hier dabei bist bei unserem Debüt-Trio. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Ich hätte noch ganz viele Fragen gehabt, aber wir haben ja wirklich ein schön besetztes Podium und noch zwei weitere Autorinnen. Ich wünsche dir alles Gute mit diesem Buch im Verbrecherverlag erschienen. Auch ein wunderbares Cover. Du kannst wirklich happy sein. Und würde mich freuen, dich bald mal wieder live in echt zu sehen. Oh ja, ich mich auch. Danke. So. Und ich übergebe jetzt an Isabel von Landen, die sich mit Katharina Holländer unterhalten wird. Und räume hier diese Bühne. Ja,
Guten Abend auch meinerseits. Und ich freue mich sehr, jetzt Katharina Holländer zu begrüßen, die, wie gesagt, aus Winterthur bei uns zugeschaltet ist. Guten Abend. Hallo Katharina. Wurzelwerk heißt Ihr Buch mit diesem wunderschönen Cover, ist im Telegramma Verlag in Zürich erschienen. Katharina Holländer ist in der Tschechoslowakei geboren, 1964. Seit 1968 lebt sie bereits in der Schweiz. Sie ist Kunsthistorikerin und Germanistin. Sie war Lektorin im Berner Bentley Verlag. Sie war Redaktorin der Kulturzeitschrift Du. Und seit 1998 ist sie vorwiegend freischaffende Autorin. Sie ist Publizistin, Redaktorin, Korrektorin, Kuratorin und Moderatorin. Und sie stellt auch fotografische Arbeiten aus. Sie war bereits mehrmals zu Gast hier im Literaturhaus. Sie hat 2002 den Schreibwettbewerb des Literaturhauses gewonnen. Sie hat mehrmals am Teppich mitgenommen, eine Werkstatt, an der Autorinnen und Autoren Texte vorstellen, an denen sie noch arbeiten. Und sie hat auch bei uns Lesungen moderiert. Wurzelwerk, dieser Band vereint Gedichtzyklen und Prosatexte, die in den letzten Jahren und sogar Jahrzehnten entstanden sind. Es geht in diesen kurzen, bis auf die Essenz verdichteten Texten um die ganz großen existenziellen Themen. Es geht um Liebe, Geburt, Tod, um das Werden und das Vergehen. Katharina Holländer spielt mit Klängen, mit Formen und zwischen den Worten, auch mit den vielen Nuancen des Unsagbaren, des noch nicht oder schon nicht mehr Sagbaren. Jedes Wort hat bei ihr Gewicht, ein Gewicht, das sich aus vielen Querverbindungen und dem Wissen um literarische Tradition speist. Und Katharina, auf dem Buchcover deines Buches steht, wie schon angetönt, dass die Gedichtzyklen vor Jahrzehnten entstanden sind, die Prosatexte dann ein bisschen später. War das auch dein Weg in die Literatur? War das ein Weg vom Gedicht zur Prosa? Oder wie kommt es zu dieser Staffelung? Ja, in der Tat. Du hast einleitend gesagt, dass diese Texte in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden sind. In der Tat nicht in den letzten Jahren, sondern in diesem Büchlein ist etwas von meinen literarischen Anfängen, könnte man sagen, publiziert worden. Der Titel Wurzelwerk hat unter anderem auch diese Bedeutung für mich. Es geht zu den Wurzeln meines Schreibens zurück, die tatsächlich aus dem lyrischen oder vielleicht aus der verdichteten Sprache herkommen, auch in der Prosa oft. Und der erste Teil, das sind Gedichte, die gehen wirklich 30, auch 35 Jahre zurück. Und der zweite Teil, das sind verdichtete Prosatexte, die sind dann um das Jahr plus minus 2000 entstanden. Mhm. Und wenn du sagst 30 oder 35 Jahre zurück, und dann rechne ich jetzt mal kurz nach und merke, dass du sehr jung warst, als du diese Gedichte geschrieben hast. Wie geht es dir, wenn du sie heute liest? Ja, also das Buch ist eigentlich so entstanden, dass ich vor einem, zwei Jahren durch meine Papiere gegangen bin und die geordnet habe. Und da waren all diese Gedichte, die ich nicht vergessen hatte, aber ich hatte nie versucht, sie zu publizieren. Ich hatte zwar damals für mich das so gebunden, einfach so ein Exemplar, das hieß damals Zweistromland, und ich habe das einfach für mich gebunden. Ich denke, das war Hürlimann oder so hieß diese Buchdruckerei am Oberdorf, und um den so damals eine Art Rundung zu geben, das war aber noch vor dem Entstehen des letzten Zyklus, der jetzt im Buch aufgenommen ist. Und nach diesem letzten Zyklus, der Jerusalem hier heißt, konnte ich dann länger nicht schreiben. Und die zwei Teile dieses Buches sind eigentlich sozusagen die Ufer dieses Verstummens. Also ich bin dann mit den Texten im zweiten Teil wieder ins Schreiben zurückgekommen. Und du hast gesagt, das Wurzelwerk auch zu den Wurzeln deines Schreibens zurückgeht. Und mir sind einige Dinge aufgefallen am Buch, gerade wenn es um Wurzeln geht.
dass dieser erste Teil mit den Gedichtzyklen, dass die Gedichtzyklen immer nach den Orten benannt sind. Und sind diese Orte, die genannt werden, Worms, Jerusalem, Intragna, Riva, waren das eben auch Wurzeln für dein Schreiben dann in dieser Zeit? Könnte man in gewisser Hinsicht sagen, also ich muss sagen, die Titel der Zyklen waren auch mal anders und ich habe das für diesen Band jetzt so arrangiert, weil die sich tatsächlich alle auf Orte beziehen, fand ich, dass das eine schöne Ordnungsmöglichkeit ist, das auch in den Titel zu heben. Aber ja, in gewisser Hinsicht kann man das so sagen, wie du das formuliert hast. Ein dritter Sinn dieses Wurzelthemas für mich hat auch damit zu tun, dass gerade in diesen frühen Werken ich sehr viel mit Wortwurzeln gearbeitet habe. Und mit sowohl, wie du das erwähnt hast, im klanglichen Sinne, aber auch im etymologischen Sinne. Ich habe während des Studiums bei der Neuen Zürcher Zeitung gejobbt und dort hatte man eine wahnsinnige Ermäßigung, wenn man Bücher kaufen wollte. Und ich habe das genutzt und habe mir also um 700 Franken billiger die Gesamtausgabe des Grimmschen Wörterbuchs mit den 33 Bänden, das ist das etymologische Wörterbuch der deutschen Sprache, der Gebrüder Grimm, gekauft, weil das für mich so meine Lieblingsweide war. Und das war ein Riesengenuss, wirklich der Tiefe und den Wurzeln der Wörter selber nachzugehen. Es ist Zeit, jetzt auch in diese Gedichte einzutauchen. Du hast einen Teil aus dem Zyklus Jerusalem für uns vorbereitet. Genau, ich lese den Anfang dieses Zyklus. Auf der Kreuzung plötzlich tauchen die Ziegen der anderen Welt auf. Seiltänzerstunde, die wir nicht bestiegen. Jadegestalt. Durch die barocken Jahrhunderte tragen wir Löwen, maurische Zinnen und ambivalente Segen, Namen von ausgestorbenen Krankheiten, Tonleitern, Säulen aus hellenistischer Zeit und Portale der Renaissance. Die halbierte Oktave, Hörner der Wüste. Die Kindergartenwörter holen mich ein. Das Ewige war eine Mitte, die Mitte war zu durchkreuzen, war ohne Gesang. Und wer will nicht singen? Monstranz, von Staub, Fäden befreit. Niemandsland. Vom toten Meer, vom Schrein des Buchs, die Sichel des Horizonts kommt auf uns zu und die Luft, eine jemenitische Hand, tanzt. Tief in den Dunkelziffern der Liebe treffen wir uns. Was ist dies schwarze Feld, fragt als erstes der Pilger. Verbrannte Sonnenblumen. Sie stehen Spalier. Zorn und Geheimnis bringst du mir wieder. Kapern, Blüten über unserem Haupt. Und unvorstellbar das Wasser, das die Rechtecke füllte, das Grasen der Pergamente Qumrans. Das Leben. Blindgänger oder Hirtenjunge, die Safet Blaue Fünf spreizt ihre Finger an elender Wand auch am siebten Tag. Das erfüllt werde der Spruch. In dieser sich mit jeder Staubschicht verjüngenden Haut einer weißen Verheißung, in die wir ein tätowieren. Noli, noli me tangere. Der Brunnkreisel singt in mir. Die Rollsiegel rollen
über uns weg. Obwohl sich die Blutgabe sofort verzweigt, schnüffeln die Hunde nach Heimat in den Wanderdünen des Glaubens, im Haarzelt, im Wind. Hoch in den Bäumen der Stille platzen die Feigen, Granaten, der Wein. Der Hungerwall schließt sich. Etwas Blühendes, das du immer bei dir hast, züngelt nach der härtesten Kuppe der Nacht. Vielen Dank für diese Lesung. Es sind sehr, sehr dichte Gedichte. Es sind auch Gedichte, die ins Nachdenken bringen, die ganz viele Schichten haben. Und ich habe einerseits eine konkrete Landschaft vor mir gesehen, andererseits auch eine mir, wie ich meine, literarisch bekannte Landschaft. Ich hatte das Gefühl, dass du in sehr vielen Traditionen und Kontexten schreibst. Und ist es so, dass diese Gedichte auch sehr viel aus dem Lesen, aus deinem Lesen gespeist werden? Ja, sicher. Und nicht nur das, also zum Beispiel ein Gedicht beginnt mit Zorn und Geheimnis bringst du mir wieder. Fureur et Mystère ist ein Gedichtband von René Char, den ich damals tatsächlich zum zweiten Mal geschenkt bekommen habe. Und so ist die Vielschichtigkeit der Sprache einem einfach immer schon gegeben. Jedes Wort ist x-fach verwendet worden und selbstverständlich stammen die Wörter in erster Linie aus der literarischen Tradition. Wenn wir sprechen lernen, lernen wir literarische Sprache, auch wenn sie gesprochen ist, denn in der Literatur ist Sprache tradiert und konserviert worden. Also ich glaube, wir können da nicht anders als so sprechen oder schreiben, und man kann versuchen, jetzt an diesem kleinen Beispiel für Röhre Mystère, das auch zu verwenden, um etwas zu betonen, was mir eigentlich wichtig ist im Schreiben, nämlich das Bewusstsein, dass wir ständig vielschichtig nicht nur sprechen, sondern auch wahrnehmen. Und die Sprache, die doch sehr auch missbraucht wird für eine eindeutige Kommunikation, falls es so etwas überhaupt geben sollte. Aber es ist immer wieder das Bestreben, die Sprache widersetzt sich dem. Die Sprache ist nie eindeutig. Und ich habe am Anfang gesagt, dass du bist in der Tschechoslowakei geboren worden, bist dann als kleines Kind in die Schweiz gekommen. Hast du dann auch mehrere Sprachen, zwischen denen du dich bewegst? Oder ist es schon hauptsächlich eigentlich die deutsche Sprache, die deine Literatur, deine Lessprache ist? Tatsächlich, das ist so. Ich bin nicht nur mehrsprachig, sondern es ist eine etwas unangenehme Situation für mich, weil ich habe zwar eine Muttersprache, das ist Slowakisch, aber ich kann mich in meiner Muttersprache nicht korrekt ausdrücken. Ich habe die nur als Kind gelernt, ohne sie je in der Schule gelernt zu haben. Mein Wortschatz ist relativ klein. Meine Schreibsprache ist das Deutsche. Ich lebe aber in der Schweiz, und in der Deutschschweiz ist das Deutsche als Schriftsprache selber schon eine Fremdsprache. Also man sollte mit Deutschschweizern lieber nicht Hochdeutsch sprechen wollen. Das kommt nicht, man kommt sich so nicht sehr nahe. Und dann gibt es selbstverständlich verschiedene andere Sprachen, wie zum Beispiel für Röhre Mystère hier dahinter ist, oder in jener Zeit, dass diese Gesichter entstanden sind, habe ich mich auch auf verschiedene Weise mit der hebräischen Sprache auseinandergesetzt, die ganz, ganz anders von den Wurzeln heraus, den Wortwurzeln heraus gebildet ist. Und ich finde das sehr faszinierend. Und es gibt Stellen in diesen Gedichten, die für mich eigentlich auch etwas mit Hebräisch zu tun haben. Ja, das stimmt. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, dass wir haben es auch an den Titeln gehört, Zweistromland und die Motive in den Gedichten, dass diese hebräische, jüdische Kultur sehr, sehr zentral ist. Wie ist deine Beziehung zur jüdischen Kultur? Da hat das auch wieder mit Wurzeln zu tun, mit denen du dich hier befasst. Sicher. Das sind meine Wurzeln, und es ist eine spezifische
Kultur, die wir alle im europäischen Teil so oder anders ja teilen. Und zum Beispiel dieser Gedichtzyklus, aus dem ich jetzt den Anfang gelesen habe, der heißt Hierosalem, also das ist Jerusalem, aber in einer griechischen oder pseudogriechischen Form, weil der Name Jerusalem ins Griechische sozusagen schon falsch oder mit einer erfundenen Bedeutung übersetzt wurde, weil die Silbe Hieros bedeutet heilig. Aber das ist eigentlich in dem Stadtnamen nicht drin. Und diese Vielschichtigkeit der Interpretation und Reinterpretation ist einerseits eine außerordentlich jüdische Tradition. Wir sind ja irgendwie in dieser absurden Situation, alles auf einen Text beziehen zu wollen. Aber es ist selbstverständlich dann auch nochmals diese weitere Schichtung der abendländischen, christlich geprägten Kultur, die ja auch eine Vereinnahmung dieses Textes und weitere Interpretationen dazu geliefert hat. Und ich denke, wir sind mit unseren Sprachen in der europäischen Kultur mitten in diesen Prägungen drin. Ja. Und dieser Bezug auf die jüdische Kultur, der prägte auch den zweiten Teil des Buches. Du hast es vorhin angesprochen, diese Prosatexte, wo jeder Text mit dem Titel Begegnung überschrieben ist und dann die Initialen einer Person, AH oder RS. Und es gibt einige Motive, die sich durch diese Texte durchziehen. Sie sind aber ganz unterschiedlich geschrieben, auch in unterschiedlichen Tonlagen. Und kannst du vielleicht uns kurz sagen, auch über welchen Zeitraum diese Texte entstanden sind und auch was das für Menschen sind, denen du diese Texte gewidmet hast? Ja, diese Texte sind plus minus 2001 entstanden. Ich hatte in den 90er Jahren ein paar Jahre in Prag gelebt und bin dann zurückgekommen und war in Zürich Redakteurin und am Du und bin dann eigentlich auch fort, weil ich gemerkt habe, ich will mehr mich meinem Schreiben widmen. Und das war dann eine Art Wiedereroberungsprozess, weil nach Abschluss dieses Gedichtzyklus, aus dem ich nun vorgelesen habe, geschah etwas mit mir und ich konnte, mir wurde es physisch schlecht, wenn sich in mir Wörter zu verbinden begannen. Also ich konnte nicht mehr schreiben und es wurde mir jahrelang übel, wenn diese Stimmen in mir aufkamen. Und damals sagte ich mir, ich will das überwinden, diese Selbstzensur und diese Blockade oder was auch immer das dann war. Und ich habe zu dem Zweck eine Art Prozess für mich erfunden, einen recht komplexen Prozess, um meine eigene innere Zensur zu unterlaufen. Also diese Texte, die sehr eigenwillig auch mit Grammatik oder mit Fehlerhaftem umzugehen scheinen, die sind durch eine Reihe von Prozessen, die viel Aleatorik auch beinhalteten, durchgegangen und durch grafisches Neuordnen der Texte. Also ich habe eine ganze Maschinerie erfunden, um meine Zensur auszuschalten. Und das Ergebnis waren dann Texte, die ich dann redigiert habe, als ob es das gewesen wäre, was ich geschrieben habe. Das heißt, ich musste das dann nicht mehr ernst nehmen, weil das war ja nicht mein Text. Und das Schreiben bestand dann, wie das eigentlich zu einem großen Teil ja auch so ist, aus dem Redigieren. Und auch das Redigieren hatte seine recht strengen Regeln. Und ich arbeitete so lange an den Texten, bis für mein Empfinden ein literarischer Text entstand, der mir etwas bedeutet. Die Personen, denen diese Begegnungen gewidmet sind, sagtest du, also auf jeder Text geht auf eine Begegnung zurück. Es ist nicht unbedingt in jedem Fall eine Person, aber es sind immer Initialen da. Und das Text
Material stammt aus dieser Begegnung. Und das Ergebnis ist sozusagen eine mehr oder weniger abstrahierte Erinnerung an diese Begegnung. Aber deswegen auch die Initialen, weil für eine Leserin oder einen Leser ist es nicht unbedingt so wichtig zu wissen, wer die Person wäre. Wäre möglich, aber deswegen habe ich sie als Initialen gesetzt, weil es kein Porträt ist. Ja. Es hat jetzt ganz viele Fragen aufgenommen, die ich noch dazu gehabt hätte. Wir werden gleich zwei von diesen kurzen Texten hören. Doch noch eine letzte Frage dazu. Also es sind wahnsinnig intensive Texte, wahnsinnig dichte Texte. Ich habe mich dann gefragt, diese Initialen, diese Personen, waren das auch, also musste die Begegnung oder diese Person, musste es was Intensives haben, damit du darüber schreibst, oder war das gar nicht unbedingt nötig, weil das ja, wie du jetzt gesagt hast, vor allem auch deine Schreibübung war oder eine Selbstüberwindung beim Schreiben war? Doch, bei jeder dieser Begegnungen gibt es etwas außerordentlich Intensives oder Bemerkenswertes für mich. Das ist schon so. Und doch ist der zweite Teil auch wahr, den du geschildert hast. Aber doch, es ist immer etwas Frappierendes dabei für mich gewesen, ja. Gut, dann hören wir jetzt zwei von diesen Begegnungstexten aus Wurzelwerk. Ja, gerne. Also, Begegnung A.H. Sehr friedlich, fleißig, wehrunwürdig. Tauben und Jungen und Zeichen. Nun will ich auch schreiben an dich. Ich möchte mit meinem Papa kämpfen. In anbrechender Dunkelheit zu meinem Papa kämpfen, dann auf Kommando. Vorhang, sicherlich, dass ich bewegte. Ob ich das nicht melden müsste, bis zur Halskrause, glücklich, friedlich, fleißig, Hasen zu schlachten, Tauben die Köpfe abzudrehen und Geländespiele und Abschießen. Ich bin so gesund, dass Stellen in meinem Brief geschwärzt waren, gegen meinen eigenen Willen. Die Knüppel bei Nacht, die hatten was drauf. Wir wollen jetzt mal unter Beschuss zur Genesung. Da, der war Soldat, der war nicht da und Jungen, angesetzt für Menschentransporte. Menschentransporte am 11. April. Weh dem, der schwach ist. Sicherlich habe ich damals schon mit 17 Jahren empfunden. Ins Feuer flohen damals bei anbrechenden Panzern gegen meinen eigenen Amerikaner bei Tag die Briten bei Nacht. Die Verluste als Beweis, in schwersten Stunden, um jeden Preis, in einer Reihe. Und auf jeden Vorhang, der sich bewegte, sangen sie in ihren getarnten Panzern ja noch ins Feuer unter Beschuss. Sicherlich, nur die Hälfte, Massengrab. Dann wissen sie, was los ist. Er soll meiner Mutter schreiben, Vaterland. Der jüngste Träger einer Kriegsauszeichnung. Unter welchen Zeichen? In Gefahren deine Söhne sich um dich scharen, der Ethik gestellt. Und das ist natürlich eine falsche Ethik. Gesund wie eine Rübe. Private Bilder vor dem Krieg. Friedlich, fleißig, 40 bis 50. Im Osten 40 bis 50. Ich möchte auf Kommando schreiben. Ich möchte mich vor dem Krieg als Beweis sicherlich insgesamt getötet. 70 Soldaten. Wir freuten uns sehr darauf. Sehr. Mein Gott, jetzt fangen sie mit Kindern an. Söhne, Scharen, der Ethik gestellt, die zur Genesung abgestellt waren, die hatten was drauf. Die rissen uns sofort das Arschloch auf bis zur Halskrause. Glücklich, friedlich erfolgte. Wir mussten dann auf Kommando wissen, was los ist. Kein einziger, nichts. Gegen wen will ich denn in meinem Brief unter Beschuss ins Feuer? 40 bis 50 gesehen, geschwärzt. Sehr traurige Jagd. Da wurde sofort bestraft. Ich möchte sagen, so gegen Abend Häftlinge eingetrieben, die dann damals bei anbrechender Dunkelheit erfolgte. Wir mussten dann auf Kommando 40 bis 50. Ich möchte mich allerdings ausklammern. Wir wollen jetzt mal eiskalt und nüchtern. Sicherlich habe ich Stellenknüppel, Räucherkammer. Warum wird das denn Kindern, warum die, gerade die? Wir wollen die Jugend, dass sie noch härter gegen meine eigene Nacht
eiskalt im Osten stehen, fliehen, ausklammern. Wir wollen die zum Geburtstag insgesamt, gerade die. Exekutionskommando, kein einziger Widerstandskämpfer, nichts gegen meinen eigenen Gott. Nun mussten 100 Kinder singen, Knüppel, Räucherkammer, Eisending, die Amerikaner bei Tag, wir freuten uns sehr darauf, sehr. Und schrie, ihr Idioten, wir freuten uns noch härter darauf und schreiben an dich, dass mein Vater über unseren geliebten Führer so etwas wie Rüben, Soldaten, wie freuten wir uns. 100 Kinder ersetzen 70 Soldaten. Er schrie, Halskrause, kein einziger wie Halskrause vor keiner Grausamkeit insgesamt, so etwas. Widerstandskämpfer nichts. Gegen meinen eigenen Widerstandskämpfer im Osten meiner Mutter möchte ich auf Kommando sagen, gegen Häftlinge, die dann härter, geliebter Führer, ich möchte mich allerdings ausklammern. Sicherlich habe ich damals schon eine Hitler-Vision, die Vision angesetzt, wo es brenzlig wurde, wenn auch die Bomben fielen, sicherlich um jeden Preis bei eiskalter Nacht. Ihr Idioten. Sicherlich habe ich damals über unseren geliebten Führer etwa so etwas sagen sollen. Ich möchte mit meinem Papa inspizieren und abschießen. 40 bis 50 wird bald Legende und Kriegsauszeichnung. Um jeden Preis. Sechster. In einer Reihe. Auf jeden Vorhang, der sich bewegte. Ihr Idioten. Den mercredi prochain. 100. Ich lese noch Begegnung B.D. An seinen Lippen wachsen die Hunde. Die Schatten fallen. Weiße Flammen züngeln an der Spitze seines Schuhs. Mit einem Fuß in der Luft segelst du über die alten Worte, hey, hey, wenig ist übrig. Auf den Gipfeln stehen die Silben der Vision. Und wenig ist übrig. Regen kommt. Aufgerissen ist die offene Hand deiner Stimme. Ein Saumtier schreit. Es riecht nach Gesang. Wir sind mitten im All irgendwo, mit einem Fuß, hey, in der Luft, hey, segelst du über die Worte, nur du weißt, wo das Ufer liegt diese Nacht, Gottlob, und die Bluse so schwarz. Wenig ist übrig, die Verse des Sees, die Schatten fallen. Berge auch. An unseren Lippen beginnt das All, es beginnt zu wirbeln, es riecht nach unerhörtem Gesang. Regen erobert alle meine Zimmer. Ein Mann in erodierter Landschaft, im leichten Panzer glänzender Eleganz und die Verse in der Luft. Die Stimme jedoch auf schroffen Hängen war ganz woanders, die Täler sind schwarz, es wirbeln die Hunde, hey, es riecht in der feuchten Erde, hey, nach Gesang, die Hunde wirbeln, bleib. Ob die Landschaft noch da ist oder nicht, bleib. Maultiere grasen die alten Pfade ab, die Schatten fallen, die Worte wachsen steil. Und Regen kommt. Die Zehen halten den Atem an. In der Luft segelt der See. Ich stehe still. Jedes Wort trägt die Berge zu Tal. Die Wolken fangen noch ein spätes Feuer, hey. Unten warten die Hunde ruhig und frei. Und diese Stimme von so erosiver Eleganz,
die in den Katakomben nach den eigenen Liedern gräbt, kommt zu Atem. Es ist wenig übrig, das Weiß der Flamme, das Tier, das schreit. Du verdrehst dich und mich, einen Fuß, verdrehst das Verletzlichste in der Luft. Wir stehen mitten im Regen. Bleib. Ob die Längen gerade sich öffnen, die verletzten Lippen der Eleganz, die eine Silbe genügt und die Verse des Sees tritt leise ein. Weites, erodiertes Land, alte Pfade, Schatten wachsen steil. Es ist alles vorbei. Die Pyramiden gehen schlafen, der See liegt schon lange ruhig und die Wolken verlieren ihren letzten Glanz. Die Nacht spielt ihre alten Tricks. Nur du weißt, wo das Ufer liegt diese Nacht. Das Ufer eines Worts. An meiner Lippe segelt dein Gesang. Vielen Dank, Katharina Holländer, für die Lesung aus Wurzelwerk und das Gespräch. Wir haben jetzt zwei ganz unterschiedliche Texte gehört heute Abend und kommen zu einem noch einmal ganz anderen Text, und zwar zu Ruth Losli mit Moja Stimmen. Bitte sehr, Ruth. Genau, bei Ruth haben wir das Vergnügen, dass sie leibhaftig bei uns auf der Bühne sein kann. Moja Stimmen heißt der Roman und ist am Gründonnerstag, hast du gesagt, also vor ganz kurzem im Caracol Verlag erschienen. Guten Abend miteinander, wenn ich das gerade so sagen darf, weil ich möchte nämlich auch alle begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, auch wenn ich euch nicht sehe. Immerhin sehen wir einige Menschen da, aber ganz viele sind auch da, die wir nicht sehen. Und ich möchte noch, darf ich noch einen Dank anfügen, natürlich, nämlich dem Literaturhaus, dass ihr diese Arbeit fortwährend macht. Das finde ich großartig, vielen Dank. Ich möchte natürlich dem Caracol Verlag danken, namentlich Irene Burga, die das Buch mit mir sehr sorgfältig lektoriert hat, und der Stadt Winterthur, die das Buch unterstützt hat. Das wäre von meiner Seite her ein Anliegen gewesen. Danke. Mhm. Danke. Ich stelle Ruth Losli kurz vor. Ruth Losli ist in Arlberg im Seeland geboren. Sie ist ausgebildete Primarlehrerin. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet sie in Winterthur. Sie hat in Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht. Sie hat sogar dreimal den Schreibwettbewerb des Literaturhauses Zürich gewonnen. Es gab noch eine Zeit, wo man mehrmals gewinnen konnte. Das ist heute nicht mehr so. Und dann ist ein erster Gedichtband erschienen, Aber die Häuser stehen noch, 2009. Es sind dann weitere Gedichtbände gefolgt. Der letzte war Hungrige Tastatur, 2019. Und Moja Stimmen ist nun der erste Roman. Und in diesem Roman erzählt Ruth Losli von Paula und von Moja, von Mutter und von Tochter. Die Beziehung wird auf die Probe gestellt, dass Moja an Schizophrenie erkrankt und ihr Handeln plötzlich von den Stimmen beeinflusst wird, die in ihrem Kopf erklingen. Wie nahe kann Paula der Tochter noch sein? Wo muss und wo will sie Grenzen setzen? Und darum geht es in diesem Buch unter anderem. Und auch darum, wo die Grenzen zwischen Gesundheit und Krankheit und zwischen Realität und Wahn verlaufen. Aber Ruth, bevor wir zu diesem Roman kommen, eine andere Frage. Du hast vorhin gerade erzählt, dass du vor dem Literaturhaus stehend einmal einen deiner ersten Texte geschrieben hast, vis-à-vis vom Rathaus. Es würde mich jetzt interessieren, wann und was das war. Ja, das ist interessant. Ich bin da ein bisschen auch heute Abend ein bisschen zu früh da gewesen. Und dann bin ich noch beim Rathausplatz gestanden, habe auf den Fluss geschaut. Und mich erinnert, wie ich damals da stand, ich glaube eben so 2005, so meine erste Liebe zur Stadt, zum Kanton Zürich, so noch eine ganz schüchterne Liebe zur Literatur. In Winterthur die neue Bibliothek, die es gegeben hat, eröffnet wurde, und hier in Zürich das Literaturhaus. Und da entstand die Geschichte Brückengeschichten.
Und da ist eigentlich auch meine Figur Vila zum Leben erweckt worden, die dann zweisprachig auch herausgegeben worden ist. Das war für mich eine besondere Begegnung damals. Ja. Und wir haben gehört, dass du bereits viele Gedichtbände herausgegeben hast und eben auch Vila, diese Erzählungen, nun der erste Roman. Wie lange gehst du schon mit diesem Buch in dir herum? Mit Moyas Stimmen. Ja. Das ist noch nicht so lange her. Das ist seit 2017 ungefähr, Ende sogar. Und es ist ja so, dass mir diese Krankheit begegnet ist, weil so ein Buch schreibt man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, das sucht man nicht. Es hat mich gesucht und ich habe dann begonnen, mit Notizen zu machen und mich zu informieren und zu recherchieren, mit Menschen zu sprechen und dann hat sich das geformt. Also die Krankheit ist Schizophrenie. Genau, ja. Ja. Aber natürlich auch andere psychische Krankheiten, die mich dann zu interessieren begonnen haben. Was ist das überhaupt? Dieses in unserer Gesellschaft ist ja eigentlich zunehmend. Wir lesen überall, wir schauen in TVs, schauen wir Sendungen, auch über das Kiffen halt, haben wir gerade kürzlich eine Sendung gehabt. Die jungen Menschen wissen zum Teil gar nicht, wie gefährlich das wirklich ist, wie man da, wenn man eine Veranlagung hat, wie man da in eine Psychose rutschen kann und so weiter. Ja. Das heißt, zuerst war dieses Thema da, diese Krankheit, und dann sind ja zwei ganz, ganz klare Figuren, Paul und Moja, dann sind diese Figuren gekommen. Wer war zuerst? Ja, zuerst war so Paula. Sagen? Die Paula, die ist ja ungefähr gleich alt wie ich. Und ihr konnte ich dann auch ein bisschen Sachen von mir abgeben, weil ich ja den ersten Roman schreibe. Da hat man die Chance, noch ziemlich viel von sich selber so reinzupacken. Peter Stamm hat mal gesagt, dass wenn er eine Figur hat und er beschreibt dann, was in der Hosentasche ist, dann greift er in die eigene Hosentasche und schaut dann, was liegt da. Und dann kann ich, deshalb konnte ich eigentlich auch Sachen beschreiben von via Paula, was mich selber auch beschäftigt. Und die Paula war ganz klar da. Und die Moja, die ist dann wirklich auch klar dazugekommen. Aber die ist sehr frei erfunden auch. Mhm. Ja. Das wäre jetzt ein guter Moment, um die Figuren kennenzulernen und den Anfang aus dem Roman zu hören. Gerne. Ich habe ein Intro zusammengekürzt, verdichtet auf 7 Worte. Arzt. Hören Sie Stimmen? Patientin, Sie nicht? Und dann spricht die Paula, sie erinnert sich. Hätte ich mich mit dir von der Brücke gestürzt, wenn du es gewollt hättest? Es gab Momente, in denen ich mich so sehr mit dir und deinen Stimmen identifizierte, dass ich mich deinem Wahn vielleicht gebeugt hätte. Zum Glück hast du mich nie um solches gebeten. Es war sonderbar genug, wenn du Geld von mir wolltest. Nur Geld, keine Erklärung. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wenige Wochen vor dem Ausbruch deiner Krankheit warst du eine selbstständige junge Frau, deren Leben ich mit Stolz und Interesse verfolgte. Während ich über ein Gespräch nachdenke, das wir kürzlich geführt haben, laufe ich einen Pfad hinunter. Er führt mich ins Tobel und zum lockenden Rauschen des Flusses. Ich weiß seinen Namen nicht und der Pfad verliert sich in einem Abhang, der teilweise noch mit Schnee bedeckt ist. Ich beginne zu rutschen und kann bei einem Baum anhalten, weil seine Wurzeln mich bremsen und meinem Fuß Halt geben. Weiter traue ich mich nicht. Es muss mir genügen, dass ich den Fluss höre und die Bewegung des fließenden Wassers sehen kann. Da ich, als ich aus dem Haus der Freunde trat, nicht wusste, wie weit ich gehen würde, habe ich ein hartgekochtes Ei und 2 Zigaretten in die kleine Umhängetasche gepackt. Die Schale klopfe ich am Baumstamm auf, sodass ich sie entfernen kann. Ich rieche am Ei, denn ich habe es noch aus dem Unterland, dem Zuhause dort, mitgenommen, als Notvorrat sozusagen. Ich führe immer eine kleine Reserve mit mir. Sie beruhigt mich. Das Ei ist noch gut.
Ich beiße in das weiche Weiß, freue mich am Gelb, das nach einem vorsichtigen zweiten Biss erscheint. Es ist das Köstlichste am Ganzen und ich sauge daran. Es hat genau die richtige, ansatzweise noch flüssige Konsistenz. Ich lasse mich ablenken von einer Frau, die unterhalb von mir mit zwei jungen Hunden über eine schmale Ebene läuft. Die Hunde wollen spielen, die Frau bleibt stehen und grüßt zu mir hinauf. Ich hebe die Hand und grüße zurück. Sie kommt vom Flussufer her, ich verfolge sie mit den Augen, bis die Gruppe hinter dem kleinen Hügel verschwunden ist. Zünde mir die braune Zigarette an, die eigentlich nur aus einem gerollten Tabakblatt besteht. Erinnerung an die Jugendzeit. Drehe mich um und steige wieder hoch, beginne zu schnaufen, bleibe stehen und schaue zurück. Sehe verdorrte Hagebuttenfrüchte, höre den Ruf einer Meise und bin in diesem Moment satt. Es beginnt zu nieseln. Meine Gedanken fallen immer wieder zurück, weit ins letzte Jahr. Diese inneren Bilder will ich anschauen und sie mir nochmals erzählen, damit ich verstehe, damit ich nachvollziehen kann, wie sich die Krankheit bei dir einschleichen konnte. Du bist seit 16 Monaten krankgeschrieben, hast als Pflegehelferin im Heim gearbeitet und bist nun selbst krank. Du wohnst in derselben Stadt wie ich, in einem entfernten Quartier. Wir haben uns nicht regelmäßig gesehen in den letzten Monaten. Sonst hätte ich vielleicht gemerkt, dass etwas nicht mehr stimmt. Hätte ich es merken können? Hätte das etwas geändert? Du wirst im Frühling 26 Jahre alt. Als dein Vater verunglückte, warst du 12. Dein Bruder Jonas war 17. Ich blieb noch einige Jahre im Haus, nahm aber Stück um Stück Abschied von seinen Mauern und den darin gespeicherten Erinnerungen. Ich blieb nur, bis du das Gymnasium beendet hattest. Jonas war immer schon introvertiert. Als Kind sprach er wenig, rannte dafür umso mehr, Treppen rauf, Treppen runter, hüpfte, rutschte, hielt sich an Stangen fest und ließ sich wieder fallen. Nach dem Unfall seines Vaters war er noch schweigsamer geworden. Er studierte Jura, gründete mit Kollegen gleich nach dem Studium eine Arbeitsgemeinschaft und übernahm das Haus, in dem er groß geworden war. Mir kam das gelegen, so musste ich es nicht verkaufen und erhalte nun einen regelmäßigen Betrag daraus. Mit der Witwenrente zusammen komme ich gut durch, kann mir Bücher kaufen, robuste oder elegante Schuhe und ab und zu an einer Kulturreise teilnehmen. Einmal pro Jahr nach Fuerteventura fliegen, wo wir als Familie ein paar Mal waren, Sandburgen bauten, kleine Kanäle buddelten und einander die Füße eingruben. Am selben Strand reserviere ich mir nun von Jahr zu Jahr eine ähnliche Wohnung wie damals, kleiner als früher, jedoch beim selben Vermieter. So ist es, als käme ich nach Hause. In 6 Wochen ist es wieder so weit, dass ich dorthin fliege. Du wolltest nicht mitkommen, schon lange nicht mehr. Schwarze Tinte, un canoir, ich erinnere mich. Endlich bist du im Krisenzentrum der Stadt. Es erforderte meine ganze Überredungskunst. Du brauchst Hilfe, hatte ich gesagt. Ich muss mir selbst helfen. Dagegen konnte ich nichts einwenden. Vielen Dank für diese erste Lesung. Wir haben jetzt ein bisschen den Kontext kennengelernt, in dem Paula und Moja sich befinden. Und man wird aber nie ganz herausfinden, woher bei Moja diese Schizophrenie eigentlich kommt. Das war, glaube ich, auch gar nicht dein Interesse, eigentlich zu wissen, wie diese Krankheit entstehen kann oder wie sie bei Moja entstanden ist. Also Paula hat sich schon sehr interessiert, wie sie hätte entstehen können, aber sie hat es einfach nicht herausgefunden. Es wäre die Möglichkeit, dass eben Kiffen war sicher ein Thema, aber es war der Verlust des Vaters in frühen Jahren das Thema, dass dann die Mutter darauf auch depressiv wurde teilweise. Es gab verschiedene Möglichkeiten, aber ich meine, es werden ja nicht alle schizophren, die dann mal so was erlebt haben, oder? Und deshalb hat Paula sich eben, sie hat sich wirklich viele Gedanken gemacht. Und
Wir hatten es vorhin im Gespräch mit Esther Becker davon, wie man eine Erzählstimme findet. Und das ist natürlich bei dir auch sehr zentral, diese Erzählstimmen. Und der eine Punkt zum Beispiel ist, dass wir jetzt in der Ich-Perspektive Paula kennengelernt haben und ziemlich schnell darauf wird die Erzählerin in die Sie-Perspektive wechseln. Weshalb bist du von diesem Ich weggegangen? Ja, es ist ja eine schöne Stelle auch. Das sagt dann Paula selber, weil sie sagt, es ist mir zu nah, alles ist mir zu nah, ich implodiere, oder? Ich will da jetzt in die dritte Perspektive wechseln, dann habe ich ein bisschen Distanz. Und das ist eigentlich der Grund. Und gegen den Schluss wechselt das dann nochmals. Und ich hatte beim Lesen tatsächlich das Gefühl, dann mehr Distanz zu haben? Dieser Figur gegenüber, die man dann mehr von außen betrachtet. War das beim Schreiben auch so? Hattest du dann auch mehr Distanz? Ich glaube schon. Es ist tatsächlich so, wenn man in der dritten Person schreibt, dann hat man diese Figur eben so ein bisschen auf Distanz. Und wenn man in der ersten Person schreibt, dann ist es eben ganz nah. Ich schreibe oft auch Gedichte, da kommt ein lyrisches Ich vor. Und das ist mir dann auch sehr vertraut. Normalerweise in der Regel. Und ja, das stimmt. Gibt dann schon eine Distanz. Und der Roman wird dann erzählt, in dem ziemlich oft zwischen Paula und Moja hin und her gewechselt wird. Mal wird von der einen erzählt, dann von der anderen. Und was man aber nicht unbedingt hört oder selten, sind diese Stimmen von Moja. Man weiß, dass sie ganz viele Stimmen im Kopf hat, aber man lernt diese Stimmen nicht kennen. Und ich habe mich dann gefragt, ob du mal überlegt hast, dass man auch diese Stimmen noch sozusagen in das Buch aufnehmen könnte, als Erzählstimmen. Ja, das wäre dann sozusagen wie ein eigener Sound noch geworden, das stimmt, ja. Das habe ich mir so nicht überlegt, aber hätte man sicher können, ja. Das war da, meine Aufgabe war groß genug, fand ich. Aber ich finde die Idee schon spannend, ja. Und ich habe ja schon ein paar Sachen, wo die Sprache selbst dann wie dazu führt oder das zeigt, dass eben diese Stimmen da sind. Mhm. Ja. Und wir haben im Gespräch mit den beiden Autorinnen schon gehört, wie unterschiedlich diese Schreibprozesse sein können, wie lange man schreibt, wie linear man schreibt. Wie war das bei diesem Roman bei dir? Hast du auch linear geschrieben oder hast du zusammengesetzt? Ich habe wirklich die ersten 100 Seiten, die sind dann oft überarbeitet worden. Da sind Sachen rausgeflogen, andere sind neu geschrieben worden. Und dann von dem Moment an, wo ich wusste, dass es ein Buch wird, das war ja auch noch nicht vom Anfang an klar, habe ich natürlich viel klarer auch noch gearbeitet an der Sprache und geschaut. Und dann kam der Punkt ein Jahr später dann ungefähr, wo Irene Burka mir dann auch ihr Okay gegeben hat. Und da ging dann nochmals eine richtige Arbeit vonstatten. Ja. Und es hat noch ein Element im Buch, das ich auch noch zeigen möchte. Vielleicht sieht man das, wenn ich es jetzt so Richtung Kamera halte. Das sind sogenannte Schreibbilder, die du auch anfertigst. Und im Roman kommen einige dieser Schreibbilder vor. Hier sind jetzt die Wörter du und ich, die ineinander verschwimmen. Und da fand ich sehr schön, weil es wirklich sehr schön immer wieder die Handlung illustriert. Und da die Frage, wie sind diese Schreibbilder dann in den Roman hineingeflossen? Also von dem Moment, also ich mache ja immer Schreibbilder. Das ist so etwas, was andere stricken oder machen sonst irgendwelche Kritzeleien und ich oder was auch immer. Und bei mir entstehen dann Schreibbilder oft. Und auch wenn ich Vorträge höre oder ein interessantes Gespräch oder so. Und dann war das Schreibbild, irgendwann war dann klar, dass Schreibbilder reinkommen ins Buch. Und dann habe ich aber ich habe dann Worte gesucht, die sich eignen würden, um sie zu verschreiben. Ich sage dem Verschreiben, das habe ich dann gemacht mit Ich, Du zum Beispiel. Genau. Mhm. Ja. Und ich zeige noch eins mit den zwei Wörtern Fragen und Bleiben. Was auch gerade eine Überleitung ist zu der nächsten kurzen Leserpassage, die du mitgebracht hast, weil die unmittelbar an dieses Schreibbild anschließen wird. Ich lese noch den Abschnitt davor, weil das auch dazugehört. Da ist dann der Wechsel sichtbar, auch von der dritten Person dann eben wieder zur ersten. Die eine Frau, Paul, die Mutter, die Eltern und die junge Frau, die stehen da.
Da stehen sie, die Hände in die Hüfte gestemmt, die eine unter dem Ahornbaum, die andere unten am Fluss. Sie wissen in diesem Moment nichts voneinander, nichts von der Gleichzeitigkeit ihres Tuns. Sie blicken beide aufwärts, als könnte von oben Hilfe kommen. Doch es krähen nur ein paar Krähen. Den Milan dort drüben sehen sie nicht, der hoch oben seine Kreise zieht, und auch nicht das verschlaufte Wort, das die Wolken flockig zusammentreibt. Kleine Schafherden, deren Wolle bald geschoren wird und verwertet. Dann gab es eben diesen Moment vom Genre-Labor. Ich weiß nicht, ob du noch etwas dazu sagst. Ich frage dich dann was dazu. Gut, weil das kommt jetzt, das ist dieser Abschnitt, ja. Paula leidet wie ein Hund. Sie denkt, ich leide wie ein Hund. Ja, ich möchte den Schmerz betäuben, kenne aber kein Mittel, das mir zuträglich wäre. Ja, meine Schultern schmerzen, der Nacken ist verkrampft, die Augenhöhlen wirken entzündlich. Ja, Moya steht auf mir, auf meinen Schultern, mit der Schlinge um den Hals. Wie der Junge, der im Film Spiel mir das Lied vom Tod seinen großen Bruder auf den Schultern trug, bis er nicht mehr konnte. Ja, wenn ich falle, töte ich sie, weil sie dann keinen Boden mehr hat und unter ihren Füßen, weil sich die Schlinge zuziehen wird und ihren Hals abschnüren, den Atemweg. Spinnst du? Sagt eine langjährige Freundin. Du pflegst ein veraltetes Mutterbild. Hast du das nötig, dass du dich für deine Tochter opferst? Was soll ich tun? Siehst du nicht die Schlinge, die Madonna eigenhändig um Moyas Hals gelegt hat? Und dass ich nicht anders kann, als mich unter meine Tochter zu stellen? Du, ich, durch mich hindurch. Und Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, die Frauen aller Generationen vor mir, keine nach dir. Das Licht geht an und aus, Klack macht es und Stimmen laufen durch das Haus. Das Haus ist aus Stein und ich sehne mich nach meiner Tochter, als hätte ich das Bündel Neugeburt beim Kloster ins Babyfenster gelegt und würde es nun bitterlich bereuen. Das feine Haar der Neugeborenen, es dauerte Monate, bis ich es ein erstes Mal schnitt. Nur die Spitzen, nur so zum Spiel. Der Bruder daneben schaute mit großen Augen zu und wollte auch, und ich setzte dich ins hölzerne Laufgitter, wo du dich nirgends verletzen konntest. Du hast geschrien vor Unmut, hast dich hochgezogen am Gitter und bist zum ersten Mal gestanden. So, da stehe ich, hast du wohl gesagt und gekräht. Die Schere blieb in der Luft stehen. Dein Bruder und ich, wir haben geklatscht. Sie steht, hat dein Bruder gerufen. Vielen Dank. Und du hast mal im Vorgespräch auch erwähnt, dass glaube dieser Teil des Textes auch im Austausch mit anderen Schreibenden entstanden ist, in einer Schreibwerkstatt. Wie wichtig ist so ein gemeinsames Schreiben, oder also nicht gemeinsames Schreiben, aber der Austausch über das Schreiben jetzt für dich? Für mich persönlich ist es recht wichtig. Ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen personbezogen, oder? Es gibt Leute, die Schreibende, die das überhaupt nicht mögen. Ich mag den Austausch sehr. Im Moment ist es ein bisschen schwieriger geworden. Und vielleicht ganz kurz kannst du uns sagen, was das für eine Schreibgruppe war, in der ihr euch getroffen genau, habt. Genau, das hieß das Genre-Labor. Ausgeschrieben hatte es die Universität Zürich, das Literaturhaus Aarau, also Lenzburg. Und dann hatten wir die Wahl, in Gruppen zu gehen. Wir hatten eine Vorbesprechung auch. Und das hieß eben Genre-Labor. Und was ist ein Genre? Ich meine, man geht von Gedichten aus, von Prosa und so weiter. Aber diese Thematik hat mich sehr interessiert. Und ich bin dann in die Gruppe bei Christine Lötscher gegangen. Da haben wir zuerst ein bisschen Theorie gehabt, weil sie sehr gut auch Theorie rüberbringen kann, finde ich. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, wie kann ich jetzt in diesen Text, ich wusste ja, dass dieser Text am Entstehen ist, wie kann ich in diesen Text jetzt ein anderes Genre hineinbringen? Und ich meine, dass ich jetzt den Film reinbringe, ist natürlich sehr eine kleine Überschneidung sozusagen, aber das mit dem durch, da könnte man natürlich sprachlich noch, eben auch noch weitergehen.
Aber das ist so meine Erfahrung und der Austausch war dann auch sehr interessant mit den anderen. Mhm. Ja. Vielen Dank. Die Zeit läuft uns so ein bisschen davon, sehe ich mit Blick auf diese Mini-Uhr hier. Und man kann noch ganz lange weiterreden, aber es war schön, dass wir jetzt diese kurzen, intensiven Einblicke in diese Bücher hatten. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ruth Losli. Oh, aber wollte dich nicht unterbrechen. Du hast auch was du uns zeigen wolltest. Ich wollte ganz kurz noch auf die Ausstellung im Strauhof aufmerksam machen. Und das ist ja die Iris von Rothen. Und das hat eben auch das ist ja auch irgendwo, hat es eine politische Relevanz. Und ich wollte noch Werbung machen für den Strauhof. Besucht die Ausstellung noch bis Ende Mai, glaube ich, oder? Bis Ende Mai, genau. Genau. Ja. 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 Vielen Dank für die Werbung auch. Und auch noch für diesen politischen Aspekt des Buches. Ich glaube, das war auch eins, was allen drei Büchern gemeinsam war, so unterschiedlich sie sind, dass sie diese politische, gesellschaftliche Relevanz haben. Also danke Ruth Losli, Katharina Holländer und Esther Becker, dass ihr heute bei uns wart, per Zoom oder vor Ort und eure Bücher mit uns geteilt habt, mit uns darüber gesprochen habt. Vielen Dank an Sie zu Hause, dass Sie uns zugehört haben. Und wir können jetzt nicht hier vor Ort die Bücher signieren und sie kaufen lassen. Wir haben einen virtuellen Büchertisch eingerichtet. Den virtuellen Büchertisch macht die Buchhandlung Bottmer. Die ist für die Zürcherinnen und Zürcher beim Bahnhof Stadelhofen. Und Sie können die Bücher dort per Mail bestellen oder per Telefon oder auch vor Ort abholen. Und da Ruth Losli und Katharina Holländer in und um Zürich sind, kamen sie auch dazu, die Bücher zu signieren. Also von den zwei Büchern können Sie auch ein signiertes Exemplar erwerben. Vielen Dank nochmals fürs Zuhören. Ich wünsche nun schöne Lektüre mit diesen Büchern, den Autorinnen ein gutes Weiterschreiben und bis zum nächsten Mal im Literaturhaus. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke. Man sieht euch nicht mehr. Ah, okay. Hört ihr uns noch? Ja, jetzt wieder. Herzlichen Dank. Wir kamen gar nicht dazu, uns richtig zu bedanken.